So, da sind wir wieder auf der Kampagnenkarte. Ihr wundert euch vielleicht, warum wir nicht Mallorca eingenommen haben oder hier Matoka, sondern Karak-Anskaza. Ich habe Matoka ausgeraubt, bin dann hoch und habe Karak-Anskaza mit Vlad noch eingenommen hier. King of Darkness. Ja, ich bin der King of Darkness. Der macht's auf jeden Fall ganz gut. Im nächsten Zug nehmen wir dann Mallorca ein. Na? Deal? Deal. Ja, genau, das hätte ich gerne noch. So, da basteln wir uns mal hier was Neues und da bauen wir die Skelettmauern. Jawohl. Sieht doch soweit gut aus. Was können wir hier sonst noch machen? Das dauert noch 3 Runden. Fäulnisgrad. Können wir da vielleicht noch irgendwas machen? Fouls Amboss. Orkmassiv. Ach komm, da wird ja wohl was gehen. Platz ist doch da. Ich weiß nicht. Naja, gut, wir sparen uns erstmal das Geld. This better be important. Ja, der rote Herzog ist schon bewegt. Manfred auch? Ja. Sind eh alle bewegt. Also ich kann eigentlich eh nichts mehr machen. Na, das ist doch gut. Wenn wir alles schon bewegt haben. Warte mal. Passt eh, ne? Ah, du wurdest wieder nicht bewegt. Mädel. Kolonisier das. Na, weil, na also, haben wir das graue Gebirge. Graues Gebirge. Wir verbreiten den Makel des Untodes. Achso, da können wir jetzt erstmal noch nichts machen, weil wir kein Geld haben. Ah, gut, das war ja klar. Held nicht bewegt. Ah, den. Ah, die Himmelspfeiler. Natürlich. Hier, Schrecken verbreiten. Natürlich. Schwarzes Gebirge. Haben wir jetzt auch einen Erlass verfügbar. Richtig. Ja, Schrecken verbreiten, würde ich sagen. Mal sehen, wie die nächste Runde verläuft. Es sind eine Menge Bevölkerungsüberschüsse schon wieder verfügbar. Das ist doch schon mal vielversprechend. Nicht wundern, ich habe wieder mein Bierchen neben mir stehen für den heutigen Abend. Damit wir ein bisschen schön gucken können hier. Alter, der Seuchenclan ist halt immer noch drückend überlegen. Wie kann das sein? Ich vernichte eine Armee nach der anderen bei denen. Das kann doch nicht sein. Oh, Garnison angreifen gegen die nicht vorhandene Garnison von Karas. Ja, ihr greift irgendwelche Garnisonen an, aber was bringt euch das? Ihr kommt ja nicht mal hin. Ich will mal hoffen, dass Khemri irgendwas reißt. Ansonsten haben wir ein Problem. Verbannte von Nehek, okay. Die Weltenwandler, ich will hoffen, dass die nichts Dummes machen. Unsere Beziehungen verbessern sich sogar ziemlich krass, okay. Unsere Beziehungen verbessern sich auch langsam, okay. Ja, das passt. Ja, wir haben das Bestiarium erforscht. Dann gehen wir hier doch gleich mal weiter. So. Was, die Verschwundenen? Och nö. Die Verschwundenen in Schloss Drakenhof, als ob das irgendjemanden interessieren würde. Ich meine, Schloss Drakenhof gehört ewig, seit Ewigkeiten schon zu uns. Hat vorher keine Sau gejuckt. Gehört die schwarze Grube noch zu irgendwem? Ich glaube schon. Na gut. Das lassen wir überlegen. Das Orkmassiv. Komm, wir bauen jetzt mal ein bisschen Befestigungen hier auf. So. Langsam aber sicher müssen wir hier mal wirklich Befestigungen hochziehen, weil ansonsten können wir da Katz. Egal, wir brauchen jetzt auf jeden Fall Geld. Oh, da ist ja eine Armee. Foolish, stupid. Die probieren es echt immer wieder, ne? Ach, das ist ja niedlich. Das ist ja wirklich niedlich. Ich liebe Vlad einfach. Der Typ ist einfach das Geilste, was in diesem... Oh, jetzt haben wir schon wieder eine Chance, eine ganze Armee zu vernichten. Die sind auch noch müde, das heißt, die gehen auf jeden Fall drauf. Jetzt lassen wir überlegen, was haben die denn? Was ist denn wirklich bedrohlich an denen? Die Sturmratten sind gefährlich. Okay, das sehe ich ein. Warp-Bohrer tatsächlich nicht unbedingt so. Okay, lassen wir die erstmal. Wir umkreisen die jetzt erstmal. Wir gucken mal, ob wir mit denen gleich noch was machen können. So. Zarion, so, was machen wir mit dir?
Geh mal rüber. So. Du kommst hinterher. Ab geht's dafür. Warum zum Arsch kriegt die Alde eigentlich so unfassbar viel Verschleiß? Wie kann das denn schon wieder sein? Ah, das geht. Ah, das ist okay. Da kann man echt nicht meckern. So, okay. Gut. Passiert hier irgendwas Aufregendes? Eigentlich nicht, gell? Lioness, was können wir Lioness basteln? Oh, verfluchte Felder und das sehe ich erst jetzt. Ja, komm. Du, mehr Einkommen nehme ich gerne mit. Wo ist Hellmann? Da ist Hellmann. My puppets da. Wo ist der Hellmann? Da ist der Hellmann. I go. So, ja, der nähert sich kontinuierlich jetzt hier feindlichem Territorium. Sehr brav. Er tut ja sein Möglichstes. Das muss man ihm wirklich zugute halten. So. Was haben wir denn hier? Dich? Now. Ja gut, wir können der natürlich jetzt mal eine bessere Armee geben. Ich meine, ja, das können wir wegschmeißen. Weg damit. Braucht kein Schwein. Ja, das ist halt schon ziemlich krass, ne, was da so rumläuft. Ja, so normale Verfluchte würden eigentlich reichen, glaube ich. Die braucht nicht unbedingt hier das Edelste vom Edlen. Leg die mal zusammen hier. Schmeiß mal raus. Legen wir mal zusammen hier. Die schmeißen wir raus. Beziehungsweise, warte mal. Ah, das geht gar nicht. Okay. Zack. So. Gut, du kriegst jetzt erstmal normale Verfluchte. Wir rüsten die langsam auf, ne? Ganz, ganz gemächlich. Ja, die könnte sich hier eh nichts Tolles holen, also vergiss es. So. Gut, Vlad kümmert sich jetzt dann als nächstes nochmal hier um die Leute auf Mallorca. Isabella von Casta. No. Okay, Zarion ist auch gut dabei. Ja, das ist ansonsten, glaube ich, ganz ordentlich. Und Manfred patrouilliert einfach, der patrouilliert einfach jetzt hier immer von Norden nach Süden und guckt halt, ob da irgendwer kommt, der was Blödes vorhat. Oh, da ist eine Armee von denen, okay. Landfolk are weak. Rose, der Aufgedunsene. No prey, no pay. No prey, no pay, das ist eine gute Aussage. Jetzt schauen wir doch mal. Wie sieht's mit der Gesinnung aus? Wer mag uns nicht? Camry mag uns, Verband von Naek mögen uns, die Flotte der Verdammten mag uns auch noch. Die Erwachten mögen uns. Know that my deckhand's rotten eyes watch you closely. Aha, interessanterweise mögen die, also sie missbilligen es nicht, dass ich ein Bündnis mit dem Seuchenclan habe, okay. Interessant. Dann Züchterclan. Feindlich. Da ändert sich auch nichts. Naja gut, dann ändert sich halt nichts. Was soll ich da machen? Was soll ich da tun? Ich bin ja da völlig völlig machtlos. Ich meine, klar, ich könnte gucken, ob ich da mal nach Kislev und so weiter nach oben komme, aber jetzt im Moment geht das eh nicht. Aber ich glaube tatsächlich, das wäre eine Sache, da könnte sich Silber von Schwarzhafen drum kümmern, tatsächlich. Gut, Held nicht bewegt. Der wieder. Ja, ja, ist okay. Gut, dann würde ich fast sagen, kümmern wir uns nochmal drum. Da wir aber dieselbe Schlacht im Grunde schon das letzte Mal geschlagen haben, hier auch bei Matorka, das ist dasselbe Gelände, bloß mit ein bisschen anderen Einheiten. Das mache ich kurz offscreen, wir sehen uns dann gleich wieder, würde ich sagen. Dann mache ich schnell speichern. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich wieder auf der Kampagnenkarte, wenn ich mit denen fertig bin. Das brauche ich euch nicht zeigen, weil das hatten wir gerade eben schon. Also, auf geht's in dem Sinne. Bis gleich. So, damit hätten wir auch diese Schlacht gewonnen. Ich habe es jetzt euch ja nicht eingeblendet. Wie gesagt, es war nicht sonderlich aufregend. Ja, Verluste waren erträglich. Ich habe es geschafft, meine Wargeist zu retten. Für die sah es eine Zeit lang nicht sehr gut aus.
Aber das ist ja immer so. Die Wahrgeister werden ja immer gleich reingeschickt, um die Bogenschützen abzulenken. Also in dem Fall die Schleuderer oder was das waren. Selbst die elitären Truppen hier haben ziemlich alt ausgesehen. Also gut, die hier, die haben so eine hohe Kill-Counter-Zahl, weil die sich die ganze Zeit mit den Zombies beschäftigt haben, die ich ihnen vor die Nase gesetzt habe. Aber ansonsten, nö, das passt. Wunderbar! Das war's, Mallorca! Hier, Matorca. Komm. Ja, ja. Bubble-Mischnet voll. Und weißt du... Weißt du, was ich jetzt machen werde? Kann ich das? Ah, nee, ich kann, glaube ich, nur... Ah, doch, ich kann Matorca umbenennen. Ja, nice. So, das ist jetzt Mallorca. So. Damit ich das jetzt auch mal geklärt habe. Hier, das ist Mallorca. Mallorca wird gleich mal ausgebaut. Oh, schön. Ja, Vlad macht auf jeden Fall einen guten Job. Ja, the world will drown in Vlad. So muss das. In dem Sinne, glaube ich, können wir weitermachen, ne? Also, unzugewiesene Fähigkeitspunkte. Silvia von Schwarzhafen. Oh, Verführung. Oh, das ist geil. Das kriegt die gleich mal mit. Sehr gut, Silvia. Silvia, kannst du dir noch Truppen holen? Ah, natürlich. Hier, nimm dir nochmal ein paar Verfluchte mit, genau. Den haben wir nicht mitgebracht. Die östlichen Grenzgrafen, jawohl, da prügeln wir mal die Korruption hoch. Und ich würde sagen, wir beenden die Runde. Ich muss gestehen, ich hatte leichte Bedenken, aber jetzt langsam ist es okay. Wir haben uns wieder so ein bisschen konsolidiert. Und Nagarond, Alter, Nagarond räumt da richtig auf, gerade mit den Hochelfen. Das ist ja nicht mehr feierlich. Wie kann das sein? Wie können die immer noch so überlegen sein? Liegt das echt nur an den Siedlungen? Ja, die Garnison gegen Mallorca. In Mallorca ist doch nix. Morphage, der Ansteckende. Ah, die spammen wieder. Ah, die spammen wieder Agenten und spammen und spammen. Das ist so fürchterlich. Weil ich das selber immer nicht mache, weil mir das zu doof ist. Aber weil ich gerade so dran denke, eigentlich könnte ich das schon machen. Also nicht spammen, sondern einfach mir nochmal ein paar Agenten holen tatsächlich. Damit ich nochmal ein paar dazu hinzufügen kann. Okay. So, okay, ja, Erfolg ist gut. Wundervoll. I am unstoppable. Ja. Sleep is for the living. Dann geh mal hier nach Barakewara und hol dir das mal. Gib ihm. Blood! Da hat er gleich wieder der Armee aufgehalten. Wie geil ist das denn? Ja, lol. Okay, Blitzschlag. Blitzschlag würde sich sogar negativ auswirken, okay. Das ist ja witzig. Der Meisterassassine Snick. Ja gut, dann, I want their souls. Gut, da haben wir das hier entdeckt. Wie schön. Barakewara also. Dann geh mal hier weiter. Rüber, rüber, rüber. Ihr geht jetzt mal im großen Pulk darüber. So. Vanessa von Averheim, ab darüber. Wundervoll. Dann gucken wir mal. Jawohl, da bauen wir mal das hier aus. Sehr gut. Wir bauen ganz gemächlich vor uns hin. Skaven Blight. Können wir hier noch was machen? Skaven Blight. Ah, nee, können wir nicht. Ah, wir brauchen Geld. Wir brauchen Geld. That's the spirit. So, okay, Moment. Hellmann. Dark magic is mine to command. Ah, okay. Du kannst dir noch besseres Zeug holen. Ja. Die schmeißt man mal raus. Jetzt bin ich gerade überlegen. Ich glaube tatsächlich... Ah, das wäre natürlich geil, aber... Ja, nochmal Sensenreiter? Nee. Komm, hier. Ihr kriegt doch mal dieses Ding hier. So. Genau. Dann... Wir haben noch 400 übrig, ne? Ja, da können wir uns eh nichts mehr leisten. Gut. Dann hol dir das mal hier. My puppets dance. Komm, gib ihm. Gib ihm, Hellmann. May Hill rise. Okay, das ist interessant. Oh, okay.
Der hat relativ große Armeen da sitzen, aber... For the night. Gut, belagern wir das Ding. Ist ja kein Problem per se. Gut. Also wir setzen die auf alle Fälle setzen wir die gewaltig unter Druck. Das ist schon mal gut. So viel dazu. Was ist jetzt hier oben beim roten Herzog? Macht der irgendwas Aufregendes? Oder passiert da irgendwas Aufregendes? Was ist denn das? Ach, der Trock ist wieder da. Mit dem roten Herzog können wir gerade nicht allzu viel machen. Ich würde den auch da jetzt erstmal lassen. Tatsächlich. Wo ist meine Banshee? Ach, hier. Ah, da muss ich rüber. Das gibt's ja nicht. Ready the lever. I will listen to the groveling peon. Okay, da kann man sonst nichts mehr machen mit denen. Okay, gut, ja, was soll's. Bow before your kneel before Setra. Naja, ist gut. Okay, das hätten wir also. Okay, da sind also noch ein paar Befestigungen von denen. Ach, der Seuchenclan kommt von da drüben, oder was? Was ist das denn? Dingschredder. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das sind ja fiese Truppenauswahlen hier. Na gut. Manfred, dann... Dein Right ist mein. Setz dich mal rein hier. Ja, das ist nicht so wild, wenn Manfred da jetzt irgendwas macht. So. No, not for us. So. Who wishes the red kiss? Ah, was könntest du hier holen? Hexenfeuer, Leichenkarren, diverses anderes Zeug, was aktuell viel zu teuer ist. Okay, ist kein Problem. Wir fangen jetzt erstmal hiermit an, würde ich sagen. Die Armee ist müde. Annihilate them. Okay. Was ist Skalierungsschaden? Der Schaden durch diese Einheit wird entsprechend der Anzahl der Trefferpunkte, die das Ziel verloren hat, erhöht. Ah! Je mehr wir den Kerl schädigen, desto aggressiver wird der. Okay, das ist gut zu wissen. Was hat er dabei? Sturmratten? Okay, eine ganze Menge Sturmratten. Das ist gefährlich. Seuchenmönche, Giftwindmörser. Das ist eine ziemlich elitäre Truppe hier, wenn ich mir das so angucke. Eieiei. Ich frage mich gerade ernsthaft. Blitzschlag. Okay, das Eintreffen von Verstärkung wird verhindert, aber es gibt bei mir doch gar keine Verstärkung. Naja, egal. Okay. Ach so. Das wäre jetzt in dem Fall ein klassischer Sturm auf eine Mauer. Ach so, deswegen sind die Chancen auch für uns angeblich so scheiße. Gut, nee, dann würde ich sagen, setzen wir die Belagerung tatsächlich fort. Wenn die einen Ausfall machen, ist es ihre Sache. Dann sind sie ja eher im Nachteil, würde ich sagen. Außerdem kommt dann unsere Verstärkung noch demnächst mit dazu. Was ist mit dir, Hellmann? Attack! Butcher them. So, jetzt schauen wir uns mal an, was haben die denn hier? Was hat der Metasteinbeherrscher denn Schönes dabei? Das ist ein Hybridwaffeninfanterie. Okay, der hat hier Sturmratten mit Panzerung und Schild, Sturmratten mit helle Barden. Das ist so eine relativ leistungsfähige Infanterie. Clanratten mit Speer, Rattling Gunners dreimal, dann hat er noch so Warpflammenwerfer. Okay, die kriegt man, glaube ich, relativ easy eingefangen. Was ist denn hier? Ein Warlock-Techniker, nochmal Clanratten, Schattenläufer, Schleuderer des Skavensgarben. Das geht tatsächlich. Ich mache mal schnell speichern. Das dürfte relativ interessant werden, aber das machen wir, glaube ich, so. Das ist ja Gott sei Dank keine ummauerte Siedlung, das heißt, da können wir schön in der breiten Front antreten. Und, ja, würde ich sagen, machen wir. Wir sehen uns gleich. So, also, die Aufstellung ist gemacht. Wollen wir doch mal sehen. Ui, da hat sich der Feind aber sehr, sehr breit aufgestellt. Okay, das ist schön. Oh, das wird eine schöne Schlacht. Ui, das wird geil. Da freue ich mich schon drauf. Komm, da gehen wir doch gleich mal die Befehle. Was ist denn das da alles? Clanrad mit Schilden. Da werden meine Speerträger alt aussehen. Aber naja, gut, egal. Was soll's? Für Ruhm und Ehre, Leute. Für Ruhm und Ehre mache ich doch alles. Also, entschuldigt bitte. Geben wir ihnen mal hier Rattling Gunners. Jawohl, Clanratten mit Schilden. Oh, okay, vielleicht keine gute Idee. Ich glaube, ich muss ein bisschen umdisponieren, Leute. Ich glaube tatsächlich, diese ganzen Fernkämpfer lasse ich tatsächlich weg. Ich konzentriere meine Krieger tatsächlich auf die
Front hier aus Speerträgern und Hellebardenträgern und so ein Zeug. Weil, ja, da machen die Verfluchten, was Verfluchte halt so machen. Verflucht, verflucht sein. Nee, aber jetzt mal im Ernst. So, hier kommt Zack. Zack. Dann der Wargulf, der darf sich dann da auf die... Ach komm, wo ist denn der Anführer überhaupt? Ist das der Anführer? Nee, das ist der Warlock-Techniker, aber wo ist der Anführer dazu? Hier, der... Alter, wo ist denn dieser Knilch? Oder gab es hier überhaupt keinen? Bin ich vielleicht doof? Ja, das kann gut sein. Egal. Ist wurscht. Zack, genau. Dann unsere lieben Freunde von der Wargeist-Front. Zack, zack, zack. Immer feste Druff. Das hier lassen wir jetzt erstmal komplett in Ruhe. Das ist die andere Front. Die ist für uns jetzt gerade nicht so interessant. Immer schön rein da. Was ist das hier eigentlich? Stab der Verdammnis. Ah, bringt mehr Nahkampfangriff. Okay, ist auch gut. Gut, dann Hellmann Gorst geht einfach mal nach vorne. Jawohl. Genau, Wargulf hat einen Befehl. Und zack. Jawohl, und jetzt geht's aber los. Verrückter Junge, verrückter Mongo-Junge. So, hier. Böller doch mal da rein. Hier. Feuer. Da kommt ein Feuerball, Junge. Na, trifft er. Oh, der hatte der mal ordentlich von den Füßen geholt. Nice. Kill them all. Lol. Na los, gib ihm. Wargulf, Wargulf. Batz, Alter, voll aufs Maul. So, dann machen wir mal so ein bisschen Micromanagement mit dem Wargulf. Immer feste rein da. So, sind wir jetzt endlich mal damit fertig hier. Jawohl, was hast du denn hier, Mädel? Was kannst du denn überhaupt? Melkots mystisches Miasma. Ah, war das nicht so ein... Ah, das ist quasi Entkräftung oder sowas. Gedankenskalpell. Ach so, nee, das war es nicht, was ich wollte. Schattengrube. Ah, das ist quasi wie die Purpursonne, oder was? Penumbrisches Pendel. Oh ja! Nice, daran erinnere ich mich noch. Ja, das Pendel ist ziemlich sick. Batz, Junge, Batz! Au. Au. Oh, Warpflammenwerfer machen Aua beim Wargulf. Nein, Wargulf, geh weg. Das tut weh. Das ist nicht gut. Hellmann. Nach vorne mit dir. Du musst mal ein paar Einheiten heilen. Das sieht nicht gut aus hier. Was ist das hier? Lieber Noctus. Verursacht Eigenschaden. Ach komm, scheiß der Hund drauf. Hier, komm, gib die. Außerdem. Anrufen von der Heck. Da ballert das doch mal in die Mitte. Aua, Wargulf, geh weg. Aua. Oh, Gott sei Dank. Okay, der Wargulf hat sich noch irgendwie rausziehen können. Unsere Vampir-Lady hier, die kann ja mal hier Zeug machen. Jawohl. Hellmann, you know what to do. Hoffe ich mal. Jawohl, komm, gib ihm. Achso, wir sind hier auf Half-Life. Kennst du Half-Life? Entschuldigung. So, hier, Warp-Flammenwerfer. Dann hier rüber. Dann, Alter, kriegen die aufs Maul. Das ist ja nicht mehr feierlich. Okay, wartet mal. Das sind Speerträger. Speerträger machen Aua, Speerträger will ich nicht. Okay, was ist hier los? Zack, zack. Zack, kann es sein, dass ich meine... Ja, natürlich, ich habe euch noch gar nicht vom Fleck bewegt. Ich bin doch ein Eumel. Egal, macht nichts. Wir raiden da jetzt einfach mal alle komplett um. Ihr rennt einfach mal straight up da rein. Und ballert alles komplett weg. Hellmann zu dem Gorst. Hat auf jeden Fall Spaß hier. Klinge der Todesqualen. Nee, braucht er gar nicht. Der Wargulf kloppt sich mal mit denen hier. Zack, zack, zack. Ein Bataillon kümmert sich um die hier. Ja, das passt dann schon irgendwie. So. Gunfire. All life must end. At once.
So. Oh Gott, aua, aua, aua. Warum kriegen die denn so gnadenlos auf die Fresse? Das ist nicht gut. Hellmann. Bitte geh nach vorne. Bitte geh nach vorne und versuch die noch irgendwie zu retten. Au, au, au. Alter, kriegen die auf den Sack. Ah, ich fürchte, für ein Vagaest-Bataillon wird es zu spät sein. Egal. Der Rest auf jeden Fall schlägt sich gar nicht mal so schlecht. Was ist das denn hier? Entkräftung. Ja, Entkräftung ist zwar ganz nett, brauchen wir aber tatsächlich, glaube ich, gar nicht mal so dringend. Ja, doch, das wird schon einigermaßen hinhauen. Geht da weg, geht da weg. Es ist ungesund, sich da aufzuhalten. Ach, Idiot. Oh, Idioten. Mein Gott, Vargulf. Wieder an die Front. Das kann doch wohl nicht sein. Junge, Junge, wie kann man denn so kernbehindert sein? Das gibt's echt nicht. So. So. Ich will aber die letzten beiden Vargas-Bataillone nur ungern verlieren. Das wäre echt unangenehm. Kann es sein, dass meine Vampir-Lady echt extrem awesome ist? So, was haben wir hier? Penumbrisches Pendel. Irgend so ein Gedankenskalpell. Schattengrube. Ach komm. Baller doch einfach mal in die Mitte. Holla, was ist denn das? Ja, nicht schlecht, du. Hellmann. Heile mal ein paar Truppen. Gibt so ein paar, die haben es dringend nötig, Alter. So, geht da raus. Geht da raus, das ist ungesund. So. Hellmann. Baller da mal rein. Komm. Klinge der Todesqualen. Klinge der Todesqualen. Immer da... achso, halt mal. Zack, rein da. Ach komm, hier. Mach mal eine Auferstehung. Komm, gib ihm. So, da haben wir doch glatt mal ein paar Verfluchte gespawnt. Guten Tag. Hä? Ach so. Ich hatte drei Bataillone von denen dabei. Das wusste ich gar nicht. Oder sogar vier. Ja, nice. Sieht doch gar nicht so mies aus. Batz. So, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ja, die haben wir jetzt hier vom Kartenrand verdrängt. Ab darüber. Vargeist, hier bitte rein da. Oh. Alter, die haut aber ziemlich rein. Ah, ich hätte eine arkane Kanalisierung ballern können, ich Idiot. Naja gut, ist ja eigentlich auch egal. Wir können eh nicht sehr viel tun jetzt mehr im Moment. Also, das war ja eh eine Belagerung, also da ist eh alles tot. Aber, aua. Das hat trotzdem ein bisschen wehgetan, hat's schon. Mir tut's um das eine Vargeist-Bataillon leid. Aber naja. Andererseits, ohne Verluste geht es halt auch nicht ab. So ist es nun mal. Kann man nicht ändern. Aber dafür, dass es so viele Gegner waren, haben wir uns gar nicht schlecht geschlagen. Das ist schon nicht so bad. Man kann ja hier gucken. Wir haben 1200 Truppen gehabt. Der Gegner hatte 2216. Also... schon eine respektable Leistung. Das muss man schon mal anerkennen, weißt du? So, hier lieber Noctus.
Gönn dir. Wie viel Eigenschaden macht das eigentlich? Lol, es macht weniger Eigenschaden. Okay, interessant. So, Moment. Ah, verdammt, kann ich mir gerade nicht leisten, ne? Ich will hoffen, dass ich gerade noch für den einen Zug Zeit habe. Kriege ich 12 Punkte zusammen? Ich will doch sehr hoffen. Na komm. Jawohl, ich krieg 12 Punkte zusammen. Dann kann ich hier nochmal versuchen, ein paar Einheiten hier in großem Stil zu heilen. So, zack, zack, zack. Das läuft jetzt durch. Da kriegen noch ein paar Einheiten hier eine schöne Heilung reingedrückt. Das ist doch nice. Wunderbar. Damit habe ich eigentlich, glaube ich, alles umgesetzt, oder? Wenn du dich jetzt noch in die Mitte stellst, heilst du da ein paar Einheiten durch deinen Mortis-Schrein? Müsste eigentlich so sein, oder? Klinge der Todesqualen. Nee, nee, nee. Lieber Noctus. Okay, das hatten wir alles. Unheiliger Sog. Ja. Nice. Knapper Sieg. Aber okay, wir haben es geschafft. Wir sehen uns auf der Kampagnenkarte wieder.